Und ein Schnappmaulareal. Da könnte man theoretisch eins finden. Dann, was haben wir noch? Da hinten ist irgendwie eine Quest. Ja, ich weiß nur leider nie so recht, wie man mal da hinkommt. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Na, hier jedenfalls nicht. Wie komme ich denn da hin, verdammte Hacke? Da ist noch einer. Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne... Heda, Fremde! Heda! Ich bin Wilgund. Ja, schön für dich. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Kommt drauf an. Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir... Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur... eine wohlgeformte Frau, so wie du. Junge. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen, heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Mhm. Die Banuks sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn Ach, ich erinnere mich an die Quest. Und wenn okay. wir das auch könnten. Stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur. Im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen... Nora, alles so wilde. Na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Also, wenn man so eine Stadt anguckt, dann kann man schon fast meinen, dass die Kater deutlich zivilisierter sind. Und die Nora so wilde Primitivling. So, wer hat hier noch was für mich? Dieser komische Priester, was wollte der denn nochmal? Ich glaube, ich erinnere mich schon. Das ist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? Was stimmt denn mit dir nicht? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Digga, kann ich einfach einer hier einmal sagen, was er will? Die schwafeln immer alle viel um den heißen Brei rum. Was?
für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Och. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Ich werde mich mal direkt darum kümmern und gar nicht weiter quatschen. Der labert schon zu viel hier. Sag doch einfach, was Sache ist, Freunde. Macht es doch nicht so kompliziert. So, hier ist auch noch irgendwas. Neue Quest. Ach, das ist dann die... Wird dann die Loge sein. Muss mal gucken, wie ich jetzt nochmal hinkomme. Wie gesagt, das fällt mir nicht so leicht, mich hier zurechtzufinden in dieser City. Tatkräftige Abenteurer! Holt dich mal, du Spinner. Ja, ist im Grunde hier, aber hier komme ich nicht rein. Kann sein, dass ich eine Etage tiefer muss, ne? Guckst du, die lassen mich hier nicht durch. Alles so Hampelmänner. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit... Ja, halt mal bitte die Backen. Oder kommt man hier durch? Ah, hier komme ich glaube ich durch. Oh, Verzeihung. Hallo. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neue Mitglieder nennt man Drossel. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Das war, glaube ich, auch wieder so ein Arschloch darum, ne? Du triffst ja auch überall nur so Ochsen, die sich irgendwie... Alle wie Dreck behandeln, nur so Spacken und unfreundliches Gesindel. Ordnung in der Loge. Hi, Puppe. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Erster, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Paja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der fünf Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu drei Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen.
Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. So. Wo war denn nochmal ihre Freundlichkeit? Hier definitiv nicht. Bericht über Rotschlund 1. Ah, ich freue mich schon, mich mit dem anzulegen. Nee, hier nicht. Wo muss ich denn hin? Hat er nicht gesagt, er sei oben der Typ? Oder hat er nur gesagt, ich soll mit dem reden? Aber der ist halt nicht da. Hält die Waffenruhe auch dann, wenn jemand die Kommandantin der Garde ermordet? Sie war schließlich nur eine Moment, ich wollte gerade mit irgendjemandem reden. Ich bin Mitglied. Geh die anderen nerven und lass mich in Ruhe. Okay, Malesh ist schon mal sehr freundlich. Mehr von der Sorte. Diese Osseram-Familie nebenan hält mich die ganze Nacht mit ihren Streitereien wach. Ist mein Kumpel Neil? Nee, sieht nur so ähnlich aus. Ich dachte gerade, was soll der denn hier? Ah, siehst du, wo ist der denn? Bin doch gerade nach oben gegangen. Ach, der steht da. Stand der da gerade auch schon oder... Bin ich einfach an dem vorbeigelatscht oder war der irgendwie noch nicht da? Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nova. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade verpestest die Loge, belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum bürgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Pass auf, dass ich meinen Speer durch den Rumpf stoße, du lächerliche Witzfigur. Wo ist denn die? Ah, da! Steht da direkt. Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Oh lala. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Zermalen Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Ah, die sieht ja mal. Was ist das für einer? Das ist ein Leckerchen. Der höchstrangige Arsch. Wobei, das ist Aloy ja auch. Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber... Er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten.
Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt 3 Sägezähne, 2 Verwüster, 1 Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Ich bin auf jeden Fall sympathisch, die Frau. Gefällt mir. Also allerhand Zeugs jedenfalls. Auch schon mal schön. Dann haben wir noch haufenweise Händler. Gepriesen sei die Sonne. Die Waffenruhe scheint zu halten. Gerade gucken, wer noch mal was hat. Hier waren schon die ganzen Händler nicht mit den Blumen und den Gefäßen und sowas. Warum sollte man denn den ganzen Scheiß kaufen? Weiß ich nicht. Ich will dir einen Handel. Du suchst nach Artefakten. Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Haben wir, glaube ich. Lass uns handeln. 1, 2 habe ich doch schon gefunden, oder nicht? Die habe ich alle, oder? Ich frage mich jetzt gerade, das noch weitere Karten für die Blumen, oder? Das ist die gleiche, die ich schon habe. Ja, genau, die kann ich also gegen diese Kisten eintauschen. Komm wieder, wenn... Entschuldigung, fremd. Weiß halt nicht genau. Müssen wir mal gucken, wenn man alle Blumen gesammelt hat, ob ihre Karte einfach jetzt noch mehr aufdeckt oder ob das eine gleiche Karte ist, weil dann brauchen wir den Scheiß natürlich nicht mehr. Logischerweise. Karte Metallblumen ist aber auch eine lila Farbe, deswegen wird sich da kaum was dran ändern, denke ich. Eine Modifikationskiste habe ich dafür bekommen. Schön. Ich suche nach Banuk-Artefakten. Ja. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Such mal nach Banuk-Artefakten, gute Frau. Was haben wir denn noch? Geheimniskisten. Gefäß-Sammelobjekt. Was für ein Händler ist das? Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder?
Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Ah, der Metallblumenhain. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Ah, falschen wir. Ja, haben wir schon so ein paar gefunden. Oh, aber noch nicht genug tatsächlich. Braucht 10 Stück jeweils. Okay, na ja, gut, dann wissen wir auch schon mal Bescheid. Auf Wiedersehen. Jeder. Und hier war noch dieses Sammelobjekt, Heini, ne? Gefäß. Trottel, Heini, Sammelgedöns. Alter hat mich erwischt, als ich mir auf Na der gut. Was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Lächerlich. Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Ja, ja, mach. Reicht aber auch noch nicht. Da muss ich noch ein paar finden. Jeweils. Okay. Aber gut, dass wir die ganzen Händler einfach alle schon mal gefunden haben. Jetzt geh du nur. Ja, du wirkst kompetent. So, als nächstes schlage ich vor, hier so ein nettes Schnappmaulherz mal ranzuholen, ne? Für diese eine Waffe, die wir dann noch brauchen. Und da sind dann auch schon diese Quests, die können wir dann auch direkt machen. Ehre den Gefallenen, das komische Schrein. Dann ist auch noch eine Metallblume bei der Gelegenheit. Schön. Joa. Gerade gucken, doch, bin ich richtig? Achso, der komische Aufzug hier, also Kokolores. Er braucht, glaube ich, mal recht lange, bis er mal auftaucht. Ach ja, ich werfe mal einen Blick auf mein Handy, ne? So wird er vielleicht irgendwann nochmal wiederkommen. Oder auch nicht. Muss aber eine vernünftige Treppe geben nach unten. Ich bei Zeit mal gucken. Ne, der Weg, der führt da nur so rum. Schade. Vielleicht bei Tag mal schauen, ob es überhaupt einen anderen Weg nach da unten gibt. Das ist ja sehr schrecklich. Gute Güte, Entschuldigung. Ja. Habe ich das eigentlich als Quest jetzt angewählt? Ah ja, okay. Oder was fällt das denn jetzt eigentlich? Sammle Rohstoff, okay. Ja, da müssen wir dann mal noch so einige annehmen, damit wir uns die ganzen geilen Sachen leisten können. Aber wir brauchen natürlich noch die ein oder anderen Metallscherben. Leisten uns hier nämlich gar nichts.
Jogger haben wir gerade keine, ne? Ach. Nein, die sind gerade keine vorhanden. Sehr, sehr schön. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Will deine Hilfe auch gar nicht. Lass mich in Ruhe. Königliche Maislande. Gibt's ja alle an Zeugs. Gott. Leuchtet schon irgendwas. Ich glaube, da läuft auch schon eins. Yep. Schon gefunden. Nicht gut. Wen habe ich denn jetzt gesehen, der Ochse? Rumpf. Okay, jetzt mal in die Falle marschiert. War ja schön. War nur leider die falsche. Aber okay. Nicht gleich von hinten angegriffen werden. Machen wir lieber jetzt kalt, solange wir noch können. Ein Schnappmaulherz, ne? Wer sagt's denn? Was für ein Fund. Wo ist denn der zweite? Habe ich nicht zwei gerade umgelegt? Oder hab ich den zweiten schon geplündert? Komm, egal. So. Das war der erste Streich. Sollen wir uns direkt mal eben um die Quest kümmern? Sind doch gerade vor Ort. Hey Leute, das ist ein Baum.